mein Name ist Florian Zimmermann. Ich bin arbeite für die Number 8 Sportmarketingagentur und ich bin hier, weil wir heute das Fotoshooting koordiniert haben. Wir haben das Foto, das Shooting eigentlich geplant, zusammen mit Fabian Weber. Wir dürfen mit ihm schon 2-3 Projekte umsetzen, Foto- und Filmprojekte, und haben eine Idee eigentlich geboren und die sind wir jetzt gerade am Umsetzen. Wir haben dazu 9 Athleten eingeladen, die wir kennen aus unserem Umfeld. Wir sind hier eigentlich dran, jetzt, dass wir das Shooting gerade fertig und am Abschliessen sind. Ja, ich bin Fabian Weber, bin selbstständiger Fotograf und Kameramann. Wir haben heute ein Fotoshooting mit super Sportler. Das ist ein längeres Projekt, das ich verfolge, zum Fotoaufnahmen. Und ich schon mit einigen Athleten gemacht habe. Ich habe den Flo bei einer Party gesehen und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das könnten umsetzen. Ich bin Erik Blum. Ich spiele Eishockey bei den Kloten Flyers. Ja gut, es ist für mich das Wichtigste im Leben. Es ist meine Leidenschaft. Ich meine, ich habe das Privileg, dass ich das Hobby zum Beruf machen konnte. Durch das, ich glaube, etwas Wichtiges gibt es nicht. Und etwas, was mehr Spass macht, gibt es eigentlich auch nicht. Also, ich glaube, die Wichtigkeit könnte ich fast nicht in Worte fassen. Ich bin Jarek Steinmann, ich spiele bei Kloten Flyers. Und ja, mein Job ist Eishockey. All right, Josh Holden, originally from Canada, and play ice hockey for Haifa Zug in Zug, and passionate about hockey, love it, man. Mein Name ist Janusz Niedersbach, ich bin Kickboxer und lebe meinen Traum. Also. Nein, es ist so, es sind sehr persönliche Aufnahmen von diesen ganzen Sportlern, die man so eigentlich sonst nie erlebt. Meistens sind die Sportler immer sehr schön aus. Also so fotografiert worden, dass eben die Beauty-Shots sind, dass man sie schminkt und eigentlich eher unecht das Ganze wirkt. Und mit dem Setup, das wir hier aufgestellt haben, ist das Ganze sehr persönlich. Sie sind wirklich sehr direkt und das sieht man eigentlich selten, vor allem eben also bei so Sportler. Und das Ganze machen wir mit Filmlicht, mit Durlicht. Und das ist eine sehr spezielle Beleuchtung und Technik, die wir dabei anwenden. Wir haben vor einem halben Jahr ein Filmprojekt miteinander gemacht und das ist eigentlich wirklich sehr gut rausgekommen dort. Und es zeigt eigentlich, was die Aufnahmen werden extrem stark die Persönlichkeit zeigen. Es geht wirklich um Person und nicht irgendwie um eine Kampagne dahinter oder eine Werbung, sondern es geht um den Athlet selber. Sehr persönliche Aufnahmen. Also, wenn du Produktwerbung machst, ist natürlich ganz etwas anderes, als wenn du eine Person im Vordergrund stellst und die Bilder werden einfach extrem ausdrucksstark sein. Und das ist Technik, das Licht, die Art und Weise, wie man es gefüttert hat und die Typen dazu. Das ist einfach ein Mix-Team, das in unseren Augen sehr stark ist.